Yo, bin richtige Meisterspringerin. Und hopp! Nein! Einen wunderschönen, ja, aufgrund des nicht-linearen Charakters dieses Spiels, hier wieder mal ein Zusammenschnitt des Kirchenpriester-Quests. Und gleich mal vorweg, meine Verdächtigungen waren völlig unbegründet. So, da, gut, dann ab in die Kirche. Und da waren zwei Quests oder ein Quest, ich weiß, versucht nicht zu allzu sehr. Was da? Ja, wurscht. So, okay. Da ist was Rotes. Die haben Informationen für mich, aber ich muss mich erst entscheiden. Da ist ein Priester. Ist der Priester? Du bist der Priester, oder? Man sagt, ein engagierter Priester leitet diese schöne Kirche. Adonis. Okay. Wer bist du? It is selfish to beg a favor in such times, I know. But there is aught I would ask your help in. Der Clemente. Ich weiß, es ist egoistisch in diesen Zeiten, um einen Gefallen zu bitten, aber es gäbe da etwas, bei dem ich eure Hilfe benötigen könnte. Might we speak a moment? Könnten wir einen Moment sprechen? Unter vier Augen. Ein Priester will mit mir unter vier Augen sprechen. Mir ist mulmig. Annehmen. My thanks. Tis a sensitive matter. I would ask your discretion. Hab Dank. Es ist eine delikate Angelegenheit. Ich möchte um eure Diskretion bitten. Schatzi, ich hoffe nicht, dass dieses Spiel, nein, irgendwelche kirchliche Pädophilie oder sowas thematisiert. Nein. Nein. In the wake of the dragon's coming, many of the villagers have come to offer prayers. Seit dem Erscheinen des Drachens kommen viele Dorfbewohner hierher, um zu beten. As a novice and a newcomer, I welcome the chance to be of use, but my scriptures are missing. Oh, du hast deine Bibel verloren. Als neuer Priester dieser Gemeinde möchte ich nur zu gern von Nutzen sein, aber meine heiligen Schriften sind verschwunden. I have yet to commit the verses to memory. Without the text, I cannot offer up a proper prayer. Du hast in deinem Theologiestudium keine Gebete auswendig gelernt, mindestens 1000 oder so. Ich habe mir die Verse noch nicht eingeprägt. Ohne die Texte kann ich keine angemessenen Gebete sprechen. The scriptures were secure in the chapel last I saw them. I do not wish to believe them stolen. Die heiligen Schriften lagen zuerst noch sicher in der Dorfkirche verwahrt. Ich will einfach nicht glauben, dass sie gestohlen wurden. If you come upon them, pray see them back to me. I would be ever in your debt. Könntet ihr sie mir wiederbringen, falls ihr sie findet? Ich würde ewig in eurer Schuld stehen. Die Suche nach den heiligen Schriften. Okay. Liegt eine Schriftrolle? Ja. Und was ist das? Öl. Cool. Gut. Oh, da ist die Kina. Hi. It warms my heart to see those who fled the dragon, even now return. Oh, du süßes Mäuschen. Es wärmt mein Herz zu sehen, dass selbst jene heimkehren, die vor dem Drachen geflohen waren. Okay. Gut. Wen haben wir denn da? T'was me. I confess it. I took the father's book from the chapel. Ich war es. Ich gebe es zu. Ich habe das Buch des Priesters aus der Kirche gestohlen. Du böser Leves. War das nicht der Junge, bei dem ich seine Möbel demolieren wollte, der dann Öl gemacht hat? Das heißt, ich nehme mal an, dass es dir nicht gefallen wird, wenn ich da alles kurz und klein prüge, oder? Wir probieren's mal. Und Kuss! Nein, es gefällt ihm nicht. Oh, gut. Ja, dann gehen wir halt wieder. Klar war das er. Das war er, ja. I tried to go back and find the book,
but I was in such a panic as I ran. Ich habe versucht, zurückzugehen und das Buch zu finden, aber ich war so in Panik, als ich weglief. I just wanted to look at it, just curious is all. Ich wollte es nur mal ansehen, war einfach nur neugierig, mehr nicht. Forgive me. I cannot remember where I lost it. Ich glaube kaum, dass heute jemand in deinem Alter neugierig auf heilige Schriften ist. Oder, ich sage mal, ein sehr geringer prozentualer Anteil der Jugendlichen. Bist du jugendlich? Ja, du bist jugendlich. Vergeb mir, ich weiß nicht mehr, wo ich es verloren habe. Ich dachte, ich könnte nur einen Blick darauf werfen und es dann zurückbringen, aber der Drache kam und ich... I dropped it as I ran. What am I to say to him now? Ich habe es beim Wegrennen fallen lassen. Teufel nochmal. Was sage ich ihm denn jetzt? Ich werde es schon finden, Bubi. Keine Sorge. Ich schaue mich nur nach anderen Quests um und dann spricht das Buch. Wow. Also schön gestaltet haben die das schon. Wirklich, wirklich schön. I see a chest of some sort. There, by the cliffs. Was? Wo? Dort bei den Klippen. Eine Art Truhe. Wo? Bei der war ich ja schon. Ich sehe keine Truhe. Wo ist deine Truhe? Gut, dann schauen wir weiter. Verlorener Glaube. Ja, das schauen wir jetzt, wo die heiligen Schriften sind. So, X-Karte. Okay. Ah, das ist sogar eingezeichnet. Alles klar. Gut. Dann suchen wir mal die heiligen Schriften. Da. Da, da sind sie. Schauen wir mal da kurz noch rein. Hallo. Hallo. Ich wollte nur schauen, ob es dann Quest gibt. Bei dir war ich schon. There must be places nearby that we cannot. Es muss in der Nähe Orte geben, die nicht leicht zu sehen sind. Ja, und wo sind die? Wo wären die? Genau die will ich finden. So, was haben wir da? Quest? Fischerhaus. Wir sollten an Orten suchen, an die nur selten Menschen gelangen. Das wird wahrscheinlich am Dach liegen, wenn er es weggeworfen hat. So, also, wir suchen das Buch. Und ich habe den Verdacht, dass das Buch am Dach liegt. So, und da ist eine Leiter, sofern ich mich entsinne. Ja. Es muss in der Nähe Orte geben, die nicht leicht zu sehen sind. Genau. So, jetzt muss ich da irgendwie rüberkommen. Oh, hopp. Hopp. Kann ich darüber springen? Ja, darüber und dann darüber, oder? Hopp. Yo, bin richtige Meisterspringerin. Und hopp. Nein! Okay, warte, wir müssen da anders hinkommen. Wir müssen da... Moment, ich weiß schon, wo wir da hinkommen. Glaube ich zumindest. Kann ich darauf springen? Ja. So, da. Ah! Heilige Schriften. Ich fühle mich jetzt mit dem Auftrag vertrauter. Ja, denke ich mal. Boah, die kann weit runterspringen, ohne sich weh zu tun. Ab in die Kirche. Sei gegrüßt, Alethea. Und die sammeln brav, meine Männer. Hallo. I fear I am remiss in introducing myself. I am called Auster. Heißt du jetzt Auster oder Auster? Okay. Schatzi, ich habe dein Buch gefunden. Where did you find it? Auf dem Dach. Wo habt ihr es gefunden? Auf dem Dach. I'm glad it's found, but see it back to the father for me, please. Ja klar, ich bin froh, dass es gefunden wurde, aber würdet ihr es für mich zum Priester zurückbringen? Bitte. Thank you. Danke.
aber gern doch. Nichts passiert, nur ein Buch. Try not to be too much of a bother. So, wo ist der Priester? Ich entschuldige mich gleich für meine Verdächtigungen. Du scheinst ein guter Priester zu sein. Ein engagierter Priester. Hi! I am newly come and eager to become part of this place. I wish to be of service. Ich bin neu hier. Ja, ich glaube, so was Ähnliches hast du schon gesagt. But now, just as others have come to rely upon me, 'tis a shameful failure on my part. Aber gerade jetzt, wo andere sich auf mich verlassen, ist mir ein beschämender Fehler unterlaufen. Oh, du armer Kerl. I cannot think the scriptures far gone. Pray, help me look around the area. Ich glaube nicht, dass die heiligen Schriften weit entfernt sind. Nein, waren sie nicht. Bitte helft mir, die Umgebung abzusuchen. Habe ich schon gemacht. Gegenstand zum Übergeben wählen. Heilige Überlieferungen. Auf sie verlassen sich alle neu berufenen Priester, die erstmals ihr Amt ausüben. Ah, du bist also ein Neuling. Na dann. Ja. The scriptures. You found them. Oh, Maker be praised. Die heiligen Schriften, ihr habt sie gefunden. Oh, der Schöpfer sei gepriesen. I cannot thank you enough. Truly, the people of Cassidus are a good-hearted bunch. Ich kann euch gar nicht genug danken. Die Leute von Cassardi sind wirklich ein gutherziges Völkchen. Now I can once more offer proper prayer on behalf of the village. Ach, da bin ich jetzt aber erleichtert. Nun kann ich im Namen des Dorfes auch wieder angemessene Gebete sprechen. But I have dallied long enough. There is work for me to do. Aber ich habe genug Zeit vergeudet. Es gibt Arbeit für mich. I've gained a quest and I've learned what to do in this quest. Yeah.